Frau Walter? Ja? So können Sie aber unmöglich an Bord. Herr Brauer nehme ich an. Ach so, ja, Entschuldigung, mein Name ist Andreas Brauer. Corinne Walter, guten Tag, freut mich. Sagen Sie, ist irgendwas nicht in Ordnung mit mir? Sehe ich so anders aus als auf dem Foto? Wir haben am Telefon über die Kleidung gesprochen. Herr Brauer, ich komme gerade aus dem Flieger. Ich weiß, dass ich furchtbar aussehe. Nein, nein, Sie sehen also furchtbar sind Natürlich Sie Natürlich sehe ich furchtbar aus. Ich habe auch nicht vor, so auf Ihren Luxusliner zu klettern. Ich möchte mich hier umziehen. Ja, das ist sehr schön. Aber lassen Sie sich nicht allzu lange Zeit. Wir haben noch sehr viel zu besprechen. Hm. Oh, ist das Ihre Tasche? Ja. Sie wollen doch nicht allen Ernstes behaupten, dass Sie Ihre gesamte Garderobe für die Kreuzfahrt hier in dieser kleinen Tasche haben. Herr Brauer, ich ziehe mich jetzt hier um. Herr Brauer, ein Kaffee wäre nicht schlecht. Schön war's. Morning, Captain. Can we take your bag, please? Vorsicht! Oh, Herr Kapitän! Oh, Entschuldigung. Moment mal, sind Sie nicht Olga? Die Meisterin aller Süßspeisen? Ja, Sie kennen wohl jeden hier auf dem Schiff. Nur die ganz wichtigen Leute. Aha, danke schön. Jetzt noch auf Landgang? Ja, ich muss. Wir legen bald ab. Ich muss noch ganz dringend was einkaufen. So. Ach, sind Sie wieder durch die Gegend gerast? Und wie? Schön war's. Tja, jetzt muss ich wieder bis Playa del Carmen warten. Entschuldigung, ich muss mich beeilen. Guten Tag, mein Name ist Silvia Proske. Herzlich willkommen, Frau Proske. Darf ich Ihnen einen Drink anbieten? Danke, nur eine Frage. Hier ist doch ein Arzt an Bord. Warum fragen Sie, sind Sie krank? Nein. Nein, nein, das interessiert mich bloß. Ich meine, wir sind ja eine ganze Weile unterwegs. Dann haben Sie auch genügend Blutkonserven und Serum gegen Schlangengift. Keine Sorge, ist alles vorhanden. Wir können zur Not auch kleinere Eingriffe vornehmen. Aber ich denke, Herzen wird Dr. Schröder bei Seegang sicher nicht verpflanzen. Ich möchte mich erst einmal für meine rüde Begrüßung von vorhin entschuldigen. Na endlich, na nun ist es zu spät. Sie sind ein ungeduldiger Mann, so viel weiß ich schon. Was wollten Sie denn mit mir besprechen? Ja, ich fürchte, dazu haben wir keine Zeit mehr, sonst verpassen wir die Abfahrt. Das Auslaufen. Ein Bus fährt ab, Schiffe laufen aus. Ach, sieh mal an. Haben Sie nicht gesagt, es ist Ihre erste Kreuzfahrt? Stimmt ja auch. Ich war Mitglied im Akademischen Segelclub. Mhm. Na, dann können Sie ja das Steuer in die Hand nehmen, wenn der Kapitän krank wird. Ruder, Steuer gibt's nur bei Autos. Ach so. Gut. So, ja dann, also. Dann mal los. Es ist Ihnen klar, dass ich von nun an Lara Brauer bin. Ja, und dass wir uns duzen. Haben wir so ausgemacht, vor Ihrer Tante in der Öffentlichkeit. Wäre es nicht vielleicht doch besser, wenn wir uns grundsätzlich duzen würden? Ich meine, das macht die Sache vielleicht einfacher. Mein Name ist Andreas. Ich möchte es gerne davon abhängig machen, wie die Dinge sich entwickeln. Kommen Sie? Guten Tag. Mein Name ist Margret Brauer. Guten Tag. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und hoffe, dass die Kabine Ihnen gefällt. Danke. Ja, und wie um alles in der Welt finde ich die? Der Steward wird Sie hinbegleiten. Ach, das hatte ich vorhin vergessen. Meine medizinischen Daten, die hatte ich doch mit der Buchung durchgefaxt. Haben Sie die bei Ihren Unterlagen? Ja, ja, das steht alles drin. Ach, gut. Und mein Diätplan, den haben Sie auch an die Küche weitergeleitet? Selbstverständlich. Gut, sehr gut. Guten Tag.
Kahlert, mein Name Uwe Kahlert. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich freue mich auch, Herr Kahlert. Herzlich willkommen an Bord. Sie haben Kabine 4065. Danke. Gestatten Sie mir dennoch die Frage, wie steht's denn mit der medizinischen Versorgung hier an Bord? Also wir haben einen Arzt an Bord, wir haben ein absolut perfektes Hospital, wir haben Antiserum-Impfstoff und wenn Sie uns Ihre Blutgruppe verraten, dann hätten wir im Notfall auch ganz bestimmt eine hübsche Konserve für Sie. Fabelhaft. AB, Rhesusfaktor positiv. Ich werde es mir merken. Hallo Beatrice. Doktor. Machen Sie sich auf was gefasst. Auf der Reise kriegen Sie eine Menge Arbeit. Macht nichts, ich bin bestens präpariert. Ich kriege heute Nachmittag ein neues Computerprogramm installiert. Tschüss. Tante hat schon nach Ihnen gefragt, Herr Dr. Brauer. Ich werde mich bei ihr melden. Sie hat Kabine 7053. Danke. Ich habe übrigens gehört, dass das so eine Art verspätete Hochzeitsreise für Sie ist. Ja, das trifft zu. Wünsche ich Ihnen schöne Flitterwochen. Dankeschön. Danke. Sehen wir uns? Oh nein, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Nein, so lange will ich nicht warten. Ahnst du denn überhaupt, wie neugierig ich auf deine Frau bin? Also, wir sehen uns vor dem Dinner zu einem Aperitif an der Bar. Bis dann, Tante Margret. Wir freuen uns. Tante Margret brennt darauf, Sie kennenzulernen. Wo ist meine Kabine? Wieso? Geht's hinter dem Bad nicht weiter? Nein. Verdammt nochmal. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie als Lara Brauer nicht allzu viel fluchen würden. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir sagen würden, wo meine abgeschlossene Kabine ist, die Sie mir versprochen haben. Sonst gibt es nämlich gar keine Lara Brauer. Ja, das scheint nun mal alles zu sein. Ich hatte mir unter einer Suite auch etwas Geräumigeres vorgestellt. Nach meinen Vorstellungen hat eine Suite mehr als nur ein Zimmer. Tja, dann versuchen Sie, Ihre Vorstellung mit der Realität in Einklang zu bringen. Sie finden mich bei den Rettungsbooten. Ich werde eins zu Wasser lassen, falls Sie das hier nicht hinkriegen. Entschuldigung. Ja? Ich meine, es geht mich zwar nichts an, aber so eingemummelt, wie Sie sind, wissen Sie, dass Sie sich da einen fürchterlichen Hitzschlag holen können? Und wissen Sie, dass die Gefahr, sich zu verbrennen, um 75% größer ist, als eine Hyperplexie zu erleiden? Bei dieser Sonnenintensität und den von der Wasseroberfläche reflektierenden Strahlen. Aber ich kann das ja kontrollieren, nicht? Na gut. Also Ihr Puls scheint noch normal zu sein. Sagen Sie mir einfach Bescheid, wenn ich Ihnen noch eine Decke holen soll. Oh, oh. Was haben Sie denn? Ein bisschen Bandscheibe. Hören Sie auf. Also das kenne ich. Sagen Sie mir, das ganze Zeug, was Sie da schlucken, das ist doch 100% toxisch. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kümmern sich um Ihren Wärmehaushalt und ich um meine Gesundheit. Ja, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, das Sofa kann man zu einem zusätzlichen Bett umbauen und die schlechte... Es bleibt ein Raum. Tja, dann werden Sie mir meine eigene Kabine besorgen müssen. Der Kahn ist ja wohl nicht ausgebucht. Doch, das ist er. Aber selbst wenn das nicht wäre, ich meine, machen Sie die Sache doch nicht so schwierig.
Gut, wir haben nur eine Kabine, dafür entschuldige ich mich, aber andererseits können wir als Ehepaar nicht in zwei getrennten Kabinen wohnen. Ich meine, man kann sich doch arrangieren. Das heißt, Sie gehen auf den Gang eine rauchen, während ich mich umziehe, oder was? Ich bin zwar nicht Raucher, aber an auf den Gang gehen hatte ich auch schon gedacht, ja. Und übernachtet ihr gemeinsam? Ich nehme selbstverständlich das Sofa. Damit Sie zu mir ins Doppelbett kriechen können, oder was? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Frau Walter, sehe ich aus wie einer, der über Frauen herfällt? Im Augenblick nicht. Trotzdem. Außerdem sind Sie nicht mein Typ. Ah ja? Nur zu Ihrer Beruhigung. Naja, also, wenn es stimmt. Frau Walter, wir sitzen noch im selben Boot. Dampfer, auf demselben Dampfer. Ich brauche Sie, um meiner Tante eine Ehefrau zu präsentieren. Und Sie brauchen mein Honorar, um den Rücken frei zu haben für Ihre Diplomarbeit. Das ist doch ein ehrlicher Handel. In Ihrer Anzeige am Telefon hat zumindest den Eindruck gemacht. Jetzt entpuppt sich das Ganze als miese Falle. Ja, für mich. Ein Wasser, bitte. Sagen Sie, Ihre Tante, wo lebt sie? In Argentinien. Und die entzieht Ihnen die Geschäftsführung Ihrer Kosmetiklitsche, wenn... Nein, nein, wir haben ein pharmazeutisches Unternehmen mit 1200 Mitarbeitern. Das Sie erfolgreich führen? Noch, noch. Und da kickt Ihre Tante Sie raus, bloß weil Sie noch nie verheiratet sind. Dankeschön. Jetzt wohl eher, weil ich Sie angelogen habe. Mein Cousin, Ihr anderer Neffe, der auch bei Ihnen in der Firma arbeitet, aber nicht wie ich in leitender Position, sondern als, na, ist auch egal, also, der steht schon in den Startlöchern. Und was noch viel schlimmer ist, der hat geheiratet. Und ist mit seiner Frau sofort nach Argentinien gefahren, um sie meiner Tante vorzustellen. Das bedeutet natürlich einen enormen Handlungsbedarf für mich. Wenn Sie mir nicht helfen, bin ich draußen. Erpressung. Ja? Ja, ich weiß. Es muss Ihnen doch klar gewesen sein, dass so eine Tante die Frau von Ihrem Lieblingsneffen einmal kennenlernen möchte. Meine Tante lebt seit Jahrzehnten in Argentinien. Bei ihrem letzten Besuch in Deutschland hat sie angekündigt, dass sie nie wieder nach Deutschland zurückkehren wird. Es ist ihr fremd geworden, es hat sich so viel verändert. Und dass sie Lara und Sie einmal zu sich zitieren würde, daran haben Sie nicht gedacht? Geschäftlich, ja. Aber dann doch ohne Lara. Und dass Tante Margret uns auf diese Kreuzfahrt einlädt, sie uns förmlich aufzwingt, damit konnte wirklich kein Mensch rechnen. Außerdem, ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Ich hatte Ihnen die näheren Umstände doch bei Vertragsabschluss eingehend erläutert. Also gut, dann versuchen wir es. Jetzt lächeln Sie doch mal wieder. Es ist nicht meine Art, in Euphorie auszubrechen, bloß weil meine Geschäftspartner die geschlossenen Verträge auch einhalten. Ach übrigens, Sie sind auch nicht mein Typ. Also, ich nehme die Forelle blau auf Petersiliensud. Fisch? Uiuiui. Also, so eine Grete hat man ja ganz schnell verschluckt. Ich hab das mal gesehen. Rauchen tun Sie nicht. Nein. Ich habe nämlich Asthma. Ja, außerdem bin ich allergisch gegen Emulgatoren und einige Getreidesorten. Haben Sie noch nichts von Rinderwahn gehört? Außerdem ist Rindfleisch ja Überträger von Grippeviren, Auslöser von Arteriosklerose und von Gicht. Ich vertrage keine Hülsenfrüchte, keine Nüsse, keine rohen Äpfel. Ja, und Zucker kann ich überhaupt nicht. Also das kann sogar bei mir bis zu epileptischen Anfällen führen. Und das möchte man ja hier niemandem zumuten. Ja, bringen Sie mir ein Mineralwasser. Aber ein stilles. Entschuldigung. Ja? Könnten Sie den Herrn an unserem Tisch nicht irgendwo anders hinsetzen? Der verdirbt uns den ganzen Appetit. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Entschuldigung, ist das hier ein Sanatorium oder ein Ort der sinnlichen Genüsse? Ich werde sehen, was ich tun kann. Hier rein. Mit dem Motorrad. Was? Na, mit dem Kran. Ich meine, ich muss nach Playa del Carmen. Ja, da fahren wir ja hin. Wie heißt du denn? Juan. Und was willst du in Playa del Carmen? Juanita.
Meine kleine Schwester, sie hat geschrieben, aus El Ochenta, unserem Dorf. Ein paar Stunden von Playa entfernt. Ist das Spanisch? Sie? Herrgott, das kann ich doch gar nicht. Was steht denn da? Unsere Madre, sie ist gestorben. Oh. Also hier kannst du unmöglich bleiben. Hier kommt doch alle naslang einer rein. Geh zurück ins Versteck. Los. Und rühr dich nicht vom Fleck. Ich komm zurück und bring dich in Sicherheit. Ich komm bestimmt. Runter. Kommen Sie. Na, ist in Ordnung so? Ja, ja. Aber warum hat das so lange gedauert? Ich meine, sowas ziehe ich in 10 Sekunden über. Weil ich noch aufbügeln musste und was drunter hab. Sowas ziehen Sie in 10 Sekunden drüber? Sowas? Sagen Sie mal, sehen Sie... Ach, Sie machen sich nichts aus Frauen. Jetzt verstehe ich erst. Was? Na, als Sie mich gefragt haben, ob Sie so aussehen, als würden Sie über Frauen herfallen. Ach, warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Das hätte das Ganze viel einfacher gemacht. Nein, um Gottes Willen. Jetzt kriegen Sie mal keinen Herzanfall. Meine beiden besten Freunde sind schwul. Hier, der Juwelier hat gesagt, einer davon müsste Ihnen passen. Eheringe? Davon war nie die Rede. Ja, warum auch? Das ist doch selbstverständlich. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Einen Ehering lasse ich mir nur dann anstecken, wenn ich mal tatsächlich heiraten sollte. Da bin ich abergläubisch und altmodisch. Frau Walter, hören Sie bitte. Geben Sie sich keine Mühe. Wenn meine Tante... Erklären Sie Ihrer Tante, wir sind ein modernes Paar. So was Spießiges tragen wir nicht. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte meiner Tante die Wahrheit sagen sollen. Der ist in Ordnung, der passt. Moment, beim Ehering sind Sie abergläubisch, beim Verlobungsring nicht. Verlobungsring, ich bitte Sie, das kann irgendein Ring sein. Irgendein Ring, der hat 2 Karat. Doch, wer sagt, der ist in Ordnung, der passt? Ach Gott, ich unterschreibe Ihnen was, Sie kriegen ihn wieder. Sonst noch irgendwelche Überraschungen? Ach, beinahe hätte ich es vergessen. Das hier ist unser kurzes gemeinsames Leben, wie und warum wir uns kennengelernt haben, wo und wie wir geheiratet haben und so weiter. Bitte lesen Sie sich das genau durch, damit wir keine Fehler machen, wenn wir mit meiner Tante reden. Wann sagten Sie, treffen wir Ihre Tante? So ziemlich gleich. Und so ziemlich gleich soll ich das auswendig lernen. Warum haben Sie mir keinen Fax geschickt? Im Flugzeug hatte ich Zeit gehabt. Ja, weil es noch nicht fertig war. Sowas schüttelt man nicht einfach aus dem Ärmel. Ich bin Chemiker, kein Schriftsteller. Ich nenne sowas schlechtes Timing. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Wenn wir nicht so viel Zeit verplempert hätten mit Ihrer Rumzickerei, dann hätten Sie es schon lesen können. Also Ihre Ausdrucksweise am Telefon war auch wesentlich charmanter. Weil Sie mich provozieren. Wer hier wem provoziert, das möchte ich doch einfach... Das wollen wir jetzt bitte nicht zu klären versuchen. Ist das nicht herrlich hier im Wasser, kurz vor dem Abendessen? Ein Glück Salzwasser. Also bei Chlorwasser hätte ich jetzt hier sofort überall Pickel. Aber Sie haben recht. Die Bewegung, die tut meinem Rücken dermaßen gut. Ich hab's doch auch so fürchterlich mit der Bandscheibe. Schon seit 3 Jahren. Ich bin ja ganz knapp an einem Bandscheibenvorfall vorbeigerauscht. Und dann haben Sie festgestellt, dass ich was mit den Mandeln habe. Und nach der Operation musste ich dann 14 Tage lang Stützstrümpfe tragen. Ja, natürlich. Wegen der Thrombose. Genau. Aber ich hatte mich ja mal ganz fürchterlich in den Finger geschnitten. Und weil ich eine Allergie gegen Heparin habe, da haben sich meine Blutplättchen dermaßen dramatisch verringert, dass ich nur haarscharf an einer Bluttransfusion vorbeigegangen bin. Naja, und was das bedeutet... Das wissen wir. Ja, und außerdem habe ich noch Asthma. Na, da ist aber die Seeluft gut für. Ja. Ja, da haben Sie nun wieder recht, Herr... Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Kahlert mein Name. Uwe Kahlert. Angenehm. Silvia Proske. Aber Herr Kahlert, Sie müssen entschuldigen. Also, so langsam kriege ich kalte Füße. Ja. Naja, was das für die Blase bedeutet, das wissen wir. Hallo. Was soll das? Ich denke, wir sind glücklich verheiratet. Ja, aber doch nicht erst seit gestern. Hallo. Halt! Mach das bitte nochmal. Das sieht ja entzückend aus. Ja. So sieht dein glückliches Ehepaar aus. Ja. Lara, ich bin Margret. Guten Abend, liebe Lara, und herzlich willkommen an Bord. Du kommst später dran, du bist im Augenblick nicht so wichtig. Margret, Tante Margret, wie darf ich sie nennen? Ach, ohne Tante natürlich. Und du, wenn ich bitten darf. So siehst du also aus. Auf euren Hochzeitsfotos konnte man ja nichts erkennen vor lauter Schleier.
Ich wusste gar nicht, dass ihr in eurem fortschrittlichen Europa noch so was Altmodisches tragt. Naja. Ja, das war seine Idee und ich wollte ihm die Freude nicht nehmen. Er ist manchmal ganz entzückend konservativ, nicht wahr, Andreas? Ja. Gott sei Dank konnte ich ihm die Eheringe ausreden. Sehr vernünftig. Ein Ehering allein macht noch keine gute Ehe. Guten Abend, mein lieber Junge. Ich freue mich, dich zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bin überglücklich und ich bedanke mich für die Einladung. Danke, das wollte ich auch sagen. Du hast dich verändert? Macht das die Liebe? Herr Kalle? Ja. Guten Abend, Frau Broski. Ach, guten Abend, Beatrice. Hätten Sie was dagegen, wenn der Herr Kalle dann Ihrem Tisch Platz nimmt? Nein, nein, im Gegenteil. Na fein. Wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, danke. Ich glaube, ich muss Sie darauf hinweisen, dass die Umsetzung nicht auf meine Initiative zurückzuführen ist. Aber ich bin diesem Zufall nicht undankbar. Wie war eure Hochzeit? Ihr müsst mir wirklich alles erzählen. Ja, also die Küche ist sehr gut hier, das muss man sagen. Was gab's denn zu essen? Bei unserer Hochzeit? Naja, oder weißt du das nicht mehr? Das wäre typisch Mann. Also angefangen haben wir mit einer Amuse-Gueule, Foie Gras. Als Suppe gab es eine Steinpilzessenz. Also sowas Feines kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Der Fischgang war eine Quenelle an burmesischem Wildreis. Die Quenelle eine Variante halb Hecht, halb Zander. Also wir fanden das ganz apart. Hauptgang war dann rosa gebratenes Elchfilet. Sag mal, hast du mir nicht erzählt, ihr hättet ganz urig in einem Forsthaus Gänsebraten und Grünkohl gegessen? Ja, ja, aber nein. Ja. Ja, also das war am Polterabend. Ja. Achso, ja. Na, das ist ja auch eigentlich ganz egal, was es zu essen gab. Hauptsache, ihr wart glücklich. Wart ihr glücklich? Seid ihr glücklich? Oh ja, wir sind sehr glücklich. Ja, wir sind sehr glücklich, ja. Ja, das beruhigt mich doch sehr. Ich habe mir nämlich schon heftige Vorwürfe gemacht. Du weißt ja sicher, dass ich Andreas ein wenig zur Ehe gezwungen habe. Du musst überhaupt keine Vorwürfe machen. Es war ja mein Glück, wir hätten uns sonst niemals kennengelernt. Ja, ein Mann kann auf Dauer ohne die richtige Frau an seiner Seite nicht erfolgreich bleiben. Und deshalb habe ich bei dir ein bisschen nachgeholfen. Ja, ja, genau so hat es mir erzählt. Mhm, genau so. Und? Schmeckt das Huhn? Hm? Was schlucken Sie denn da schon wieder? Ach, das ist nichts weiter, das ist nur was gegen Sodbrennen. Ja. Was haben Sie denn? Hm? Um Gottes Willen! Bleiben Sie ganz ruhig, ich habe alles im Griff. Wir haben hier einen perfekten OP an Bord. Herr Ober! Was hat er denn? Ach, Beatrice, er hat einen Hühnerknochen verschluckt. Der muss sofort zum Kohl. Gib's den Doktor an. Ich kann mich irgendwie nicht. Das ist ganz der Mann. Also, Herr Doktor, wie kann ich helfen? So, und jetzt den Mund bitte ganz weit aufmachen. Ja, noch ein bisschen. Nochmal, nun machen Sie doch einen Luftröhrenschnitt. Ja, gleich. So. Oh Gott, wie haben Sie denn das geschafft? Also das ist ja fantastisch. Und so schnell. So, jetzt nehmen Sie da mal einen Schluck, spülen Sie gut durch und dann spucken Sie es aus. Oder Sie schlucken es runter, ganz wie Sie. Oh, vielen Dank, Doktor. Also, ich fühle mich wie neu geboren. Vielen Dank, Herr Doktor. Danke. Alles Gute für Sie. Achso, ich hab. Ja, wissen Sie, so ein Fremdkörper in der Luft ist meistens unangenehm, aber nicht lebensbedrohend, so der stickt man ja nicht. Herr Doktor, eine Bitte. Mein Blutdruck, der ist die reinste Katastrophe. Oh ja, meiner auch. Zu hoch? Nein, zu niedrig. Viel zu hoch. Na ja, Sie können ja bei Gelegenheit mal vorbeikommen zum Durchchecken, ja? Geht's gleich morgen? Ja, wenn Sie wollen, ab 9 Uhr, okay? Okay. 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 Okay, schönen Feierabend. Danke. So.
Bloß schnell. Bloß. Heute Nacht musst du hier erstmal so schlafen, ne? Morgen bringe ich dir eine richtige Decke. Und auch was zu futtern. Jetzt muss ich mich erstmal einen Augenblick hinsetzen. Das war wohl alles ein bisschen viel für mich. Signora Olga, ¿qué pasa? Ist dir nicht wohl? Schon gut, lass mal. Lass mal, also pass auf. Morgen komme ich zurück, ganz früh. Danke. Ich hatte auch meinen Jungen. Ungefähr so alt wie du. Auch genauso hübsch. Nur, dass er jetzt nicht mehr so um die Welt gondeln kann. Hieß Hannes. Können Sie mir sagen, was Sie haben? Nennen Sie mich nie wieder Scherz. Hören Sie ihn nie wieder. Das ist ja peinlich. Ich habe keine Kosenamen ausgemacht. Wie möchten Sie denn genannt werden? Schnurdel oder wie? Ich wünsche überhaupt keine Kosenamen. Ich wünsche keine Eigenmächtigkeiten, solange Sie Ihren Leitfaden nicht gelesen haben. Außerdem, wer hat Ihnen denn gesagt, dass Sie wie ein Wasserfall ununterbrochen irgendwelche Dinge drauf los erfinden sollen? Also, ich fasse es nicht. Ich versuche 100-mal die Situation zu retten, weil Sie die ganze Aktion miserabel geplant haben. Wie führen Sie eigentlich Ihre Firma? Ihre Tante sollte Sie lieber gleich austauschen gegen Ihren Cousin. Sie wissen schon, dass Sie Ihre Grenzen jetzt bei weitem überschreiten. Ach, hören Sie doch auf, Sie sollten sich schämen. Aha. Ich habe gedacht, Ihre Tante ist eine weltfremde Tyrannin, vor der Sie sich schützen müssen mit dieser Comedy. Aber sie ist eine einfühlsame, entzückende Person. Sie hätte sie verstanden, wenn Sie ihr gesagt haben, warum Sie noch nicht verheiratet sind. Warum sind Sie noch nicht verheiratet? Sowas wie Sie läuft doch im Allgemeinen nicht frei rum. Ich denke, das geht Sie nichts an. Ach, das geht mich nichts an? Nein. Ich darf für Sie eine Person hintergehen, die ich sympathisch finde, aber die Hintergründe gehen mich nichts an. Nein. Würden Sie bitte die Kabine verlassen? Bitte, wie war das? Ich möchte gerne schlafen gehen und wir haben ausgemacht, dass Sie auf den Gang gehen, bis ich im Bett bin. Bitte, wie Sie wünschen. Sie da! Die Meisterin aller Süßigkeiten. Schon so früh unterwegs? Guten Morgen. Morgen. Meine Güte, habe ich Sie so erschreckt? Nein. Ich wollte nur noch ein bisschen frische Luft schnappen, bevor ich... Gleich wieder weg. Olga, Signora Olga, ¿qué pasa? Venga, señor, venga. Al tiro, apúrese. Was ist denn los? Moment mal. Wer bist du überhaupt? Ich kenne dich ja gar nicht. Olga. Signora Olga im Schornstein, sie stirbt. Herr, machen Sie was! Dr. Schröder, kommen Sie schnell zum Schornstein. Ein Notfall! Kapitän. Mi culpa. Das ist meine Schuld. Ach. Du kommst später dran, Freundchen. Na, Olga. Der Kreis kommt wieder mal in den Keller gerutscht. Wer sind Sie denn? Ja, ja, Sie sehen ganz richtig. Wir haben einen blinden Passagier an Bord und unsere Olga hat ihn bemuttert. Mensch, Olga. Ja, das war wohl ein bisschen viel für so ein nervöses Herz. Blinder Passagier. Er heißt Juan. Juan.
Sind Sie verheiratet? Nein. Also nicht mehr. Ich bin geschieden seit 3 Jahren, ja. Sie müssen wissen, mein Mann hatte mich betrogen mit der Reitlehrerin. Naja, und die ganze Sache ist dann letzten Endes aufgeflogen durch meine Pferdehaarallergie, weil immer, wenn ich an seinem Jackett vorbeiging, da musste ich niesen. Da geht's Ihnen ja wie mir. Wenn meine Frau zu spät kam und nicht anrief, bekam ich immer Herzrhythmusstörungen. Sie ist ja dann auch mit meinem Internisten. Also ich will keine neue Beziehung mehr. Ich auch nicht. Nee. Wer will denn den ganzen Seelenstress? Wenn man sich mal nicht wohlfühlt, muss man nicht ständig auf den anderen Rücksicht nehmen. Der andere kann ja die Schmerzen gar nicht nachvollziehen. Genau. Ja. Man kann in aller Ruhe Diät machen, man muss nicht immer die ollen Sahnesoßen kochen, die der andere so gerne isst. Wissen Sie, ich bin sogar davon überzeugt, dass man länger lebt, wenn man alleine bleibt. Da haben Sie völlig recht. Na, wie geht's denn? Danke vielmals, wesentlich besser. Ach, das mit dem Herzen, das ist doch nur nervös. Stimmt doch, Herr Doktor, nicht? Naja, schon. Ich meine trotzdem, also, wenn Ihr blinder Passagier nicht im letzten Moment Alarm geschlagen hätte, Olga. Ja, ja. Dafür wird er jetzt eingebuchtet, nicht? Also spätestens heute Abend, da werde ich... Sie bleiben liegen, bis der Doktor sein Okay gibt. Und überhaupt... Was soll denn das heißen, überhaupt? Wollen Sie mich abmustern? Ich? Also ich ganz bestimmt nicht. Aber Sie, Olga, Sie sollten mal nachdenken. Ich meine... In der Küche auf einem Kreuzfahrtschiff, das ist ein anstrengender Job. Und eine Konfiseriekünstlerin wie Sie, die findet doch zu Hause immer was. Zu Hause? Seit mein Sohn gestorben ist, halte ich es da einfach nicht mehr aus. Da fahre ich doch viel lieber mit Ihnen um die Welt. Das Schiff ist jetzt mein Zuhause. Also umso weniger verstehe ich es, Olga, dass Sie sich jetzt auch mal den Stress mit diesem blinden Passagier auf den Hals holen. Mein Gott, Olga, das ist ein Disziplinarvergehen. Wenn Sie seine Geschichte gehört hätten, dann... Die höre ich mir an. Darauf können Sie sich verlassen. Tja, tut mir verdammt leid, das alles. Aber ich muss dich trotzdem in Playa del Carmen bei der Polizei abliefern. Zwecks Rückführung nach Hause, verstehst du? Da wollte er ja sowieso hin. Ja, das habe ich ja längst begriffen, aber es gibt Vorschriften. Hast du irgendwas Vernünftiges gelernt? Ich kann Tapas und Dulces. Paella? Naja, dann könnte er doch... Ja, das sage ich ja gerade. Also, da du mir sowieso eine Köchin außer Gefecht gesetzt hast, da ist es ja nur gerecht, dass... Also, du wirst ja eine Passage abarbeiten. Bringen Sie ihn zum Küchenchef mit einem Gruß von mir. Mach ich. Mach ich doch glatt. Danke, Senor Kapitän. Danke. Und wehe, du spurst mich. Ich werde arbeiten für 3. Ich werde... Sagen Sie das bitte auch Doña Olga. Ja, jetzt scher dich schon in die Küche. Guten Tag, Frau Proske. Na, wie war's? Ich weiß nicht, was an diesem Tag gut sein soll. Wie bitte? Die Geräte, die stimmen doch nicht. Wie kommen Sie denn da auf? Alles in Ordnung. Also, mein Blutdruck, der war noch nie in Ordnung. Wissen Sie, ich finde das richtig lebensgefährlich. Da wiegt man sich hier in Sicherheit und dabei... Dabei ist man sterbenskrank, ja. Ja. Naja, die genauen Ergebnisse kriege ich noch, aber... Aber immerhin hat sich der Doktor alle meine Medikamente angesehen. Ich sage Ihnen, der war vielleicht beeindruckt. Er hat gesagt, Frau Proske, damit kann Ihnen überhaupt nichts passieren. Schönen Tag noch, Herr Karlert. Schönen Tag, Frau Post. Das war also Frau Proske. Eva, nun schauen Sie sich das an. Da funktioniert ja nichts mehr. Na, das ist ja ein Furchtbar. Ja, durch diese neuen Medikamentenlisten muss ein Virus mit eingeschleppt worden sein. Und das ist natürlich tödlich. Gott sei Dank wird mir heute Nachmittag das neue Programm installiert. Dann kommt der Laden wieder in Ordnung. Eva, schauen Sie doch mal nach, ob der Herr Karlert schon da ist, ja?
Wer ist eigentlich die Frau auf diesem Hochzeitsfoto? Welches Hochzeitsfoto? Ach, tun Sie doch nicht so. Das Foto, das Sie Ihre Tante geschickt haben, um Sie zu täuschen. Ist das für Ihre Aufgabe hier von Bedeutung? Ist ein Verhältnis von Ihnen? Und wenn es so wäre, würde ich es Ihnen doch wohl nicht sagen, oder? Ah, Ihre Geliebte. Warum haben Sie die nicht mitgenommen? Also, wenn Sie es unbedingt wissen wollen, es ist die Frau eines Freundes. Haben Sie was mit ihr? Mit Ulrike? Mit Gernots Frau? Wissen Sie was, Frau Walter, lassen wir das, ja? Frag Sie auch nicht, ob Sie einen Freund haben. Sie meinen, ob ich jemanden habe, mit dem ich ins Bett gehe? Nein, leider nicht. Wie gesagt, ich bin da etwas altmodisch. Bett nur bei ehrlicher Liebe und Leidenschaft. Mit der Ehrlichkeit nehmen Sie es ja sehr genau. Ja. Was soll ich so untertun? Sie haben mir erzählt, dass Ihre Mutter eine Hausfrau ist, Ihr Vater ein Bergmann und Sie in kleinen Verhältnissen aufgewachsen sind. Ja, und? Und dann bewegen Sie sich hier in diesem Ambiente mit einer traumwandlerischen Sicherheit, reden von Steinpilzessenz und Foie Gras. Das ist doch eher etwas ungewöhnlich für eine schlichte Bergmannstochter, oder? Einer meiner Jobs zur Studienfinanzierung ist Hostess bei einem Partyservice der Luxusklasse. Cremen Sie mich bitte ein. Außerdem haben Sie mich vorher gefragt, ob ich mich in so einem Ambiente bewegen kann. Ich habe ja gesagt. Jetzt mecken Sie dran. Ja, weil mir das alles etwas zu sicher vorkommt. Wissen Sie was? Ich habe keine Lust mehr, mit Ihnen zu reden. Es hat natürlich seinen Grund, Herr Kapitän, weswegen ich Sie gern allein sprechen möchte. Ich habe da eine Frage. Es ist doch wohl so, dass Sie an Bord Trauungen vornehmen können? Grundsätzlich ja. Wenn alle Unterlagen vorhanden sind, die auch beim Standesamt nötig wären, könnte ich das. Sie haben vorhin von einem Grund gesprochen. Liegt bei Ihnen so ein spontaner Heiratswunsch vor? Bei mir? Nein, darüber bin ich hinaus. Also, wenn diese Unterlagen, von denen Sie da eben sprachen, unvollständig sind, dann könnten Sie doch in Deutschland Erkundigungen einziehen. Zum Beispiel, ob die oder derjenige, die hier auf so exotische Weise zu heiraten gedenken, zu Hause vielleicht schon verheiratet sind. Ja, das könnte man feststellen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sie bringen mir ein schönes Bauernfrühstück mit viel Speck. Jawohl. Ja. Was? Sie essen Ei? Ein Ei hat genauso viel Cholesterin wie ein halbes Fass Olivenöl. Und Sie bringen mir ein schönes Bier. Ist mir völlig wurscht. Nee, also Wurst esse ich seit Jahren nicht mehr. Ich habe mal gesehen, was Sie da alles reinmachen. Herr Karlert, ich sage Ihnen. Silvia, jetzt hören Sie mir mal zu. Wissen Sie, worüber ich gerade nachgedacht habe? Ob man nicht zu vorsichtig ist. Mit dem Leben, mit der Gesundheit. Ständig muss man aufpassen, auf alles verzichten. Und eines Tages ist das Rumsch vorbei und dann tut es einem vielleicht leid um all das, was man nicht getan hat. Sehen Sie. Und deshalb lasse ich eben alles weg, was krank macht. Aber man sollte das Leben nicht vergessen. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Wir beide machen den Landausflug. Strand, Sonne, Palmen, fremde Kulturen. Lassen Sie uns Mexiko erleben. Fremde Kulturen. Kommen Sie mit. Das Leben ist viel zu kurz, um es nicht ein wenig zu genießen. Ja, also ich weiß nicht. Na? Mensch, das machst du schon prima. 12 Dutzend Austern, mindestens. Aber ich mach das wie nix. Der Kapitän gibt mir eine Chance. Er. Ah! Ei! Komm. Schnell zum Doktor. Der Daumen? Ist der? Nee, noch nicht ganz, aber das kriegen wir schon wieder hin. Ich muss das nehmen. Ich muss jetzt leider in die Küche. Na, du verschaffst mir ja ganz schön Abwechslung, du blinder Passagier, du. So. Das wird jetzt ein bisschen wehtun, aber die Hauptsache, der Daumen bleibt dran, okay? So ein Blödsinn aber auch.
Austern, bäh. Ja, alle lieben Austern. Au! Na, ich jedenfalls nicht. So noch ein Stich. Aber das, was ich liebe, gibt's hier an Bord ja sowieso nie. Und was lieben Sie, Senor Doktor? Ach, das kennst du ja doch nicht. So, der letzte Stich jetzt. Eintopf. So, der Daumen bleibt dran. Milagroso. Maravilloso. Was ist Eintopf? Verbinden. Ist das eine Art Suppe? Eine Suppe? Nein. Ja, doch, so eine Art Supersuppe, verstehst du? Mit allem Gemüse dran, was man sich nur vorstellen kann. Kohlrabi, Karotten, grüne Erbsen, Spargel, Blumenkohl. Und die feinen Leute, die machen das mit Krebsschwänzen. Aber ich liebe es mit Rindfleisch, verstehst du? Oh ja. Naja, aber wie ich unseren Drei-Sterne-Koch kenne, gibt's heute Abend sicher wieder nur gedünstetes Märzhasenschwänzchen im Rahmen von Mimosenspitzchen. So, jetzt kriegst du noch eine Tetanusspritze. Was machen Sie hier? Ich habe Sie die ganze Zeit gesucht. Warum? Ich wollte ein bisschen was mit Ihnen besprechen wegen der Landausflüge in Mexiko. Ich beschäftige mich gerade mit Ihrem Leitfaden. Hallo, Tante Margret. Sind Sie wahnsinnig? Wollen Sie riskieren, dass Ihre Tante das Ding sieht? Und was machen wir jetzt? Wir nehmen Ihr Exemplar, eins reicht. Mm-mm. Das war das Einzige. Profi. Hallo, ihr beiden. Hallo. Guten Morgen. Na? Was gibt's denn da draußen zu sehen? Fliegende Fische. Ach. Ich sehe keine. Wollt ihr eine alte Frau auf den Arm nehmen? Nein, Tante Margret, hier hat es welche gegeben. Rote, eckige Flügel, stimmt's, Andi? Andreas? Ja, wen hilft er? Na, jedenfalls versteht ihr euch. Kennt ihr eigentlich Mexiko? Nein. Ja. Ich allein, geschäftlich. Dann werde ich euch einiges zeigen. Junge, nun mach doch mal eine Pause. Ist doch toll, dass du überhaupt schon wieder arbeitest mit dem Daumen. Ist doch bloß links, hä? Was suchst du denn? Gibt es denn keine Karotten auf diesem Dampfer? Im Depot, wo ich dich damals entdeckt habe. Wozu brauchst du denn Karotten? Medizin für Doktor. Und das hier, Captain, das ist Labner. Die Labner ist nicht so großartig wie Chichen Itza. Ist auch erst teilweise ausgegraben, aber es gibt dort ein Meisterwerk der Maya-Architektur, den reich mit Ornamenten verzierten Triumphbogen. Also, Chichen Itza kenne ich und Palenque, aber Labner? Ja, rein. Ja, kommst du doch einfach mit mir, Captain. Wir liegen noch 2 Tage hier am Hafen. Verzeihung, Senior Kapitän, ich wusste nicht das. Was schleppst du denn da mit deinem dicken Daumen? Ist Eintopf? Nein. Und doch. Und mit Rindfleisch, wie bei Muttern in Dresden. Wollen Sie nicht mal probieren, Captain? Etwas mexikanisch vielleicht. Ja, das ist. Das ist Hausmannskost. Das ist. Eintopf. Ja, und wieso kriegen Sie sowas Gutes? Ich habe ihm nur mal mein Leid geklagt, dass es auf unserem schönen Schiff ja nie richtige Hausmannskost gibt. Na ja, das ist eine Lücke, das merke ich erst jetzt. Mexikanischer Koch, immer mit Werkzeug. Hm. Labner? Na, du kennst das? Ja, das ist über den Seeweg bei meinem Dorf. Tatsächlich? Ja, El Ochenta. Und wie weit ist es bis dahin von Playa del Carmen? Mit Bus 7 Stunden. Mit Auto schneller. Naja, du wirst ja nun bald machen müssen, die Tour. Mit Polizei? Aber Captain, das hat er doch nun wirklich großartig gekocht.
Danke. Herr Kapitän. Da. Selbst gemacht. Ich wollte eigentlich auch nur noch mal fragen, ob es denn wirklich nötig ist mit der Polizei wegen Juan. Bestrafen Sie mich, das muss sein, das sehe ich doch auch ein. Aber er hat wirklich alles nur wegen seiner Schwester. Also wenn der nicht losgelaufen wäre, als ich da umgekippt bin. Ne? Der hat sich doch selber ans Messer geliefert, meinetwegen. Naja, aber ich kann doch nicht Ihnen wegen Begünstigung eines blinden Passagiers eine Disziplinarstrafe anhängen und den blinden Passagier lasse ich laufen. Ich denke eben immer, wenn das mein Junge wäre. Das Einzige, was ich tun könnte, wäre auch gleich noch auf Ihre Disziplinarstrafe verzichten. Das würden Sie tun? Aber erzählen Sie es um Himmels Willen nicht dem Reeder. Maitre, hier spricht der Käpt'n. Schicken Sie mir doch gleich mal Ihren Eintopf-Spezialisten hoch. Ja, diesen Juan. Was heißt hier verschwunden? Aber das ist... Ihr Schützling hat die Kurve gekratzt. Was? Gleich beim Anlegen. Einfach verduftet. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Ja, Olga hatte mich gerade so weit, dass ich ihn ohne Polizei heimschicken wollte. Vielleicht hat er sich ja nur versteckt. Seine Tasche steht jedenfalls noch da. Er ist weg. Jemand von den Decksleuten hat ihn auf der Gangway gesehen und der sagt, dass er... Ein Topf. Ich habe mich noch nie so in einem Menschen getäuscht. Das glaube ich nicht. Ich glaube das einfach nicht. Von mir hätte er sich bestimmt verabschiedet. Aber wieso denn verabschieden? Ich hab's gewusst! Senor Capitan, Senor Doktor, da unten. Na, Wagen für Sie. Ein Wagen? Nach Lapna. Ich hab schon geglaubt, du wärst getürmt. Nach Lapna? Na, Jeep dauert nur 2 Stunden. Und ich kenne einen Schleichweg. Atajo. Aha, ich verstehe. Du zeigst uns und ersparst dir die Polizei. Ich denke, wenn Sie mich selber abliefern in El Ochenta, ersparen Sie sich viel Schererei. Ja. Polizei in Mexiko ist gewaltige Bürokratie. Herr Kapitän, Sie waren doch schon mal so weit, dass... Aber das nächste Mal meldest du dich ab, ehe du vom Mord bist, ja? Und überhaupt, wo hast du diesen Jeep her? Geborgt von Amigo. Guter Amigo. Polizei, große Bürokratie und guter Amigo. Komisch, kommt mir fast vor wie in Deutschland. Hier hast du meine Adresse, falls du je wieder nach Deutschland kommst. Ich komme, mit Juanita. Na bestimmt. Irgendwann. Und passen Sie auf Ihr Herz. Und du auf deine Schwester. Nun hau schon ab. Die Castillo-Pyramide. Castilla. Auf allen 4 Seiten von Treppen umgeben, deren jede 91 Stufen hat. Ergibt zusammen 364 Stufen. Eine Stufe geht noch um das ganze Gebäude herum. Das ergibt zusammen die Zahl der Tage eines Jahres. Mein lieber Mann, was du alles weißt. Tja, es wäre falsch, mich zu unterschätzen. Na und? Wie ist es? Ja, wie Sie gesagt haben. Es ist atemberaubend schön. So, und jetzt geht er schwimmen. Was? Nee. Doch, doch. Das ist gut für unseren geplagten Rücken. Ja, das mag ja sein. Ich habe aber keine Lust, mich an Kolibakterien zu verseuchen oder in einen Seeigel zu treten und mir an Korallen die Beine aufzuschneiden. Gehen Sie mal ruhig schwimmen.
Ich kann ja dann wieder Hilfe holen, wenn Sie sich diesmal am Salzwasser verschlucken. Ja, dann passen Sie mal auf. Da, wo Sie sitzen, wimmelt es nur so von Klapperschlangen und kleinen, grünen, giftigen Sandflöhen. Was? Wieso? Wo denn? Ja, das gibt ein gutes Bild. Stellt euch mal dahin. Na, lächeln. Ja. Und jetzt küssen. Ach doch nicht so. Schließlich seid ihr doch verheiratet. Also ihr habt das nur gemacht, damit wir endlich unsere Ruhe haben. Ja, das verstehe ich. Ich muss nach Dorf. El Ochenta. Mein Dorf. Nur 10 Minuten. Viel Glück, Juan. Und ich bin verdammt froh, dass ich mich nicht getäuscht habe in dir. Aber dein Eintopf, du, den werden wir schon vermissen. Ich danke Ihnen sehr. Ich werde Juana von Ihnen erzählen. Juana und Juan. Schicksale gibt's. Interessierst du dich eigentlich für Archäologie? Mhm. In Europa habe ich mir ganz viel angesehen. Dann wart ihr ja sicher auch in Rom auf eurem Weg nach Positano. Positano? Ja, auf eurer Hochzeitsreise nach Italien. Lara, kommst du mal bitte? Du und die Schlange, das gibt ein gutes Motiv. Was haben Sie denn? Sind Sie traurig? Ja, ein bisschen schon. Aber warum denn? Weil sich solche Momente wie diese nicht festhalten lassen. Ja, da haben Sie recht. Aber auf der anderen Seite, gucken Sie mal, sonst würde ja auch das Leben nicht weitergehen, nicht? Ja. Ja, dann wollen wir uns mal wieder an den Abstieg machen. Ja, das ist richtig. Was ist passiert? Na, oh mein Gott. Es hätte nicht viel gefehlt und ich würde jetzt da unten liegen. Ja. Zertrümmert und zerschmettert. Ah, ist ja nichts passiert. Sie haben mir das Leben gerettet. Ja, so. Danke. Kommen Sie, jetzt gehen wir gemeinsam. Ja. Gehen Sie da. 2 Schrittchen da. Vorsicht. Und fassen Sie schön fest. Und dann los. Und schön festhalten. Schön festhalten bei mir. Können wir jetzt ganz schnell zum Auto, bitte? Natürlich, und dann zurück zum Schiff. Ja. Glaubt ihr, a la una las dos? Oh, Juanita!
Hey, Martino, Dali. Juanita. Juan. ¿Qué pasa? Tadeo. ¿Y mamá? Ich bin ja bloß froh, dass ich meine Beruhigungstabletten eingesteckt habe. Ich dachte noch so, Silvia, nimm mal lieber deine Beruhigung. Wo ist meine Tasche? Ich glaube, die liegt hinten im Wagen. Nee, da ist sie nicht. Was? Da sind aber meine ganzen Medikamente drin, Herr Karlert. Die brauche ich, wir müssen zurück. Ich glaube, das geht nicht mehr. Wieso, was denn jetzt? Das Benzin ist alle. Wie alle? Was heißt denn das? Na, ich muss nachfüllen. Das haben wir gleich. Ist leer. Oh Gott. Was machen wir denn jetzt? In dieser Einöde, ich meine, da kommt da nie jemand vorbei. Ja, ich muss zur nächsten Tankstelle. Was? Aber Sie können mich doch hier nicht alleine lassen. Dann gehen wir gemeinsam. Ja, gut. You keep saying you got something for me. Ich fand die Maya-Kultur immer faszinierend. Sie haben eine eigene Schrift, eine sehr genaue Zeitrechnung und komplizierte astrologische Theorien entwickelt. So, Captain. Nun schauen Sie sich diese Steinmasken an. Ist das nicht toll? Tja. Und das ist über 1000 Jahre alt. Aber hier in der Zeremonialstadt wohnte wohl nur die Priesterkaste und die Adligen. Und jetzt sehen Sie sich das alles mal so bunt bemalt vor. Unglaublich. Ja. Also irgendwo muss hier der Bogen von Labna sein. ¿Qué le pasa a ella? Nada, nada. Jesucristo subió a los cielos a los 40 días después de haber resucitado. ¿Necesita un doctor? Solo Jesucristo. Te digo que sí. No, solo Jesucristo. El dolor es imperfecto. Davon habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Señor Doktor! Señor Kapitän! Hast du das gehört, Captain? Das ist doch Juan. Was kommt der von uns wohl?
Juan! Juan! Hier sind wir! Doktor, ich brauche Ihre Hilfe. Schnell, meine Schwester. Ach. Sagen Sie mal, wie viele Kilometer sind wir jetzt eigentlich gelaufen bei dieser Affenhitze? Ohne Wasser und vor allen Dingen ohne Medikamente. Das weiß ich auch nicht. Aber wir beide haben eine ziemliche Kondition, wie sich zeigt. Sehr witzig. Ah. Was denn? Ist Ihnen schlecht? Nö, komischerweise geht's mir gut, bis auf meine Blase. Wollen Sie noch mal kurz? Nee, die meine ich doch nicht hier. Ui. Oh, das tut gut. Danke. Ja, dann wollen wir mal. Ja. Entzückende Frau. Wach und intelligent. Und sie liebt dich. Das spürt man als Frau. So, meinst du? Ja, du vielleicht nicht. Na ja, doch, ja. Ein bisschen Liebe muss ja auch sein. Ne? Du hättest mal hören sollen, wie sie mir vorgeschwärmt hat von eurer Hochzeitsreise nach Marbella. Genauso, wie du es mir geschrieben hattest. Ach so, ja, Marbella. Marbella hat dir sehr gefallen. Habt ihr eigentlich schon mal an Kinder gedacht? Naja, Lara muss ja noch zu Ende studieren, nicht? Aber sicher wünscht sie sich auch schon Kinder, ja klar. Ja, doch. Zwei. Zwei? Ja. Margret, es ist wunderbar hier. Wir wissen gar nicht, wie wir uns bedanken sollen. Ich würde euch gerne mal das Kloster zeigen. Bitte. Andreas hat mir gerade erzählt, dass er euch auch Kinder wünscht. Ja. Drei. Drei müssen schon sein. Drei? Ja, zu Hause waren wir zwei, da gab es immer Streit. Ja, aber wir haben doch die ganze Zeit immer von zwei Kindern gesprochen, Lara. Ach, Andreas, Schatz, dieser Entschluss ist erst in den letzten Tagen gereift. Ich wollte heute mit dir darüber reden. Ach so. Vielleicht wären es dann vier. Das wäre ja beinahe schiefgegangen. Ist es aber nicht. Ich finde, wir halten uns ganz gut. Ja, wir kommen langsam in Übung. Ach, wenn ich etwas nicht leiden kann, ist es, wenn man mir mit den Händen in den Haaren rummacht. Ich möchte Sie bitten, das zu unterlassen, ja? Ich versuche nur glaubhaft zu machen, dass ich mit Ihnen verheiratet bin. Ja, auch wenn wir verheiratet wären, könnten Sie mir nicht fortwährend mit den Händen in den Haaren rum. Ich glaube nicht, dass Sie mir das verbieten können. Ach bitte, Lara, mach das doch noch mal. Das sieht so liebevoll aus. Ja, genau. Das ist schön. Moment. Ja. Nuestro Señor Jesucristo nos ama. Él nos quiere. Él quiere que estemos felices. ¡Mi hermana! ¡Déjame, mi nieta!
Schlüssel hier. Ja, Vorsicht. No la toque. No la toque. Ay, ay. Abuela, es un doctor. Ay, ay, ay. Solo le hace daño. Keine Angst. Ay, 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 ay. Es wird alles wieder gut werden. Ganz eindeutig der Blinddarm. Sie muss so schnell wie möglich in ein Krankenhaus. Dr. Schröder dice que tenemos que ir al hospital. Primero me abandonas tú y ahora me abandona ella. Ay, ay, ay. Sie sagt, erst verlasse ich sie und jetzt wollen wir auch noch die Schwester mitnehmen. Sie muss operiert werden. Ay. Wenn es erst zum Durchbruch kommt, ist es zu spät. Ella pertenece al pueblo. ¿Quiere tener la culpa por la muerte de la niña? No te preocupes. Todo saldrá bien. Was haben Sie eigentlich zu der alten Frau gesagt, Captain? Ob sie am Tod des Kindes schuld sein will? Oh, Vorsicht. Wie geht es ihr? Noch geht es. Aber das Fieber steigt ständig. Und das Krankenhaus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall am Hafen vorbei. Captain, fahren Sie zum Schiff. Was, Sie wollen operieren? Auf dem Schiff? Bis zur Klinik könnte es zu spät sein. Bauchdecke nacken. Klemme. Juan! Na, der Captain hat mir erzählt. Ich bin eine Klette, Señora Olga. So einfach kriegen Sie mich nicht los. Ist mir gerade recht. Der Doktor schafft das. Die Reederei hat sich beim Standesamt erkundigt. Hier ist das Fax. Danke. Das habe ich mir doch fast gedacht. Hoffentlich nichts Unangenehmes. Das weiß ich jetzt noch nicht. Vielen Dank, Herr Kapitän. Wirklich? Das ist ja prima. Gratuliere, Doktor. Dr. Schröder. Ja, ich komme gleich mal runter. Alles klar? Jetzt haben wir eine frisch operierte an Bord, die eigentlich ins Krankenhaus gehört. Es war eine Minute vor zwölf. Wenn wir bis zum Krankenhaus weitergefahren wären, dann hätte es die schlimmste Bauchhöhlensepsis gegeben. Aber sie wird es überleben. Ja, ja, sie wird. Aber transportfähig ist sie in den nächsten 24 Stunden noch gar kein Fall. Und für Sie, Doktor, wäre es kein Problem. Wenn die Kleine so lange an Bord bliebe, bis... Bis sie transportfähig ist, wie gesagt, Captain. Ich werde arbeiten. Aber wenn es sein muss, día y noche, Tag und Nacht. Machen Sie mir bitte mal zu. Wir wollten aus Sicherheitsgründen jetzt auch privat. Ah ja, ja, stimmt. Machst du mir bitte mal zu. Geht das nicht schneller? Ich wollte dich nicht klemmen.
Das ist übrigens ein sehr, 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 sehr schönes Kleid. Das soll doch nicht etwa ein Kompliment sein. Doch. Ich finde es überhaupt fabelhaft, wie du deine Rolle zu Ende spielst. Auch ohne den Leitfaden. Wahrscheinlich ist es überhaupt nur dir zu verdanken, dass Margaret noch keinen Verdacht geschöpft hat. Es ist sehr ratsam, seine Angestellten hin und wieder zu loben, fördert die Motivation. Machst du das in deiner Firma auch? Ja. Aber ich empfinde dich nicht als meine Angestellte. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Naja, so gut auch wieder nicht. Der Leitfaden wäre schon nicht schlecht gewesen. Als es um unsere Hochzeitsreise ging, habe ich erst beim zweiten Mal kapiert, dass wir im Positano geturtelt haben. Wie bitte? Positano? Wie kommst du denn auf Positano, Gottes Willen? Margaret hat mich darauf angesprochen. Margaret hat Positano gesagt? Und sie hatte Tränen in den Augen, als sie sich uns dort vorgestellt hat. Hey, das kann nicht sein. Ich habe ihr geschrieben, dass wir in Marbella waren. Und auch an Land haben wir uns nur über Marbella unterhalten. Du bist dir sicher, dass sie Positano... Ja, ich werde wohl Italien und Spanien auseinanderhalten können, aber vielleicht hat sie sich geirrt. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Über Positano haben wir nie geredet. Komm, lass mich mal. Und was ist, wenn sie uns eine Falle gestellt hat? Das würde mir imponieren. Ich würde sagen, wir haben uns alle Mühe gegeben, aber man muss auch manchmal verlieren können. Corinna, hier geht es nicht um irgendein Gesellschaftsspiel. Hier geht es um meine Existenz. Noch hast du sie. Kopf hoch. Guten Abend, Tante Margaret. Du siehst fabelhaft aus. Du aber auch. Und besonders Sie, meine liebe Lara Corinna. Das ist schade. Ich hätte Sie sehr gerne in unserer Familie gesehen. Tante Margaret, bitte, was soll das? Für wie naiv hältst du mich eigentlich? Würdest du uns bitte einen Augenblick allein lassen? Ich muss mit Tante... Nein. Wir werden dich jetzt einen Augenblick allein lassen. Ich möchte mich mit Corinna unterhalten. Was hat er sich eigentlich dabei gedacht? Seit wann denken Männer? Ja, da haben Sie recht. Margaret, ich möchte mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Das brauchen Sie nicht. Ich nehme an, die Sache mit der Zeitungsannonce stimmt. Zahlt er wenigstens anständig? Doch, doch, er ist sehr großzügig. Bis zum Diplom wird's reichen. Sie sind also tatsächlich Studentin? Volkswirtschaft, aber bald fertig. Na, wenigstens etwas, das stimmt. Ich hätte mich nicht darauf einlassen dürfen. Aber es hat mich irgendwie gereizt, weil die Sache so hirnrissig klang. Das mit dem Schwindeln war okay bis zu dem Moment, als ich Ihnen zum ersten Mal in die Augen gesehen habe. Und hat es mir wirklich leid getan. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich hätte euch schon viel früher hochgehen lassen können. Sie wissen es. Seit wann? Ziemlich gleich. Danke. Waren wir so schlecht? Sie nicht, aber Andreas. Mein Gott. Welcher Mann würde seine Frau nach so ein paar Monaten Ehe schon so gefühllos behandeln? Gefühle zu zeigen ist nicht gerade seine große Stärke. Außerdem habe ich, um ganz sicher zu sein, eine nicht ganz legale Anfrage in Deutschland machen lassen, ob Andreas tatsächlich verheiratet ist. Er ist es nicht. Und er wird auch keine Frau finden, wenn er so weitermacht. Ich glaube, er kann mit einer Frau in seinem Leben nicht besonders viel anfangen. Er kann überhaupt mit keinem Menschen in seinem Leben etwas anfangen. Und das ist schlecht. Fürs Leben und fürs Geschäft. Deshalb hatte ich ihm die Ehe verordnet. Aber das ist genauso albern wie das ganze Theater, was er mir vorgespielt hat. Eigentlich bin ich selber schuld. Was werden Sie jetzt tun? Ich habe mir da was in den Kopf gesetzt. Ja, ich bin so wie Meier, stelle so auf, dass Sie verlassen worden sind. Entschuldigung. Herr Kahnert. Ich habe neulich auf Sie gewartet. Sie wollten sich doch untersuchen lassen. Zu einem Arzt, der seinen Patienten nicht die Wahrheit sagt und sei sie noch so unangenehm für ihn, habe ich kein Vertrauen. Aber wie kommen Sie denn zu dieser ungeheuerlichen Behauptung? Machen Sie mir doch nichts vor. Ich habe doch gehört, wie Sie nach der Untersuchung von Frau Proske zur Schwester gesagt haben, da ist nichts mehr zu machen, das hat alles keinen Sinn. Aber Herr Kahler, das bezog sich doch nicht auf Frau Proskes Gesundheitszustand, lediglich auf meinen Computer, der war vollkommen abgestürzt. Ehrlich? Aber Herr Kahler, Frau Proske ist eine kerngesunde Frau. Ja, ich habe mir ihre ganzen Medikamente angeschaut, alles Placebos. Besonders das Asthmaspray, nichts weiter als destilliertes Wasser und Kampfer. Vielen Dank.
Wollen Sie sich nun untersuchen lassen? In diesem Leben nicht mehr. Nochmals vielen Dank. Mein Gott, hat's den erwischt. Na, du warst? Sie sagt, sie möchte bei mir bleiben. Ja, und was wollt ihr dann tun? Ich weiß nicht. Vielleicht sind die ständigen Aufregungen, dieser ewige Klimawechsel wirklich zu viel für mich. Ich könnte in Hamburg ein kleines Café aufmachen. So viel habe ich mir zusammengespart. Aber alleine. Da bräuchte ich schon jemanden, der mir dabei hilft. Ich? Ich meine... Ja. Und Juanita? Die könnte doch auch in Hamburg in die Schule gehen, oder? Senora, wirklich? Ja. Du musst deiner Tante einfach glaubhaft erklären, warum du noch nicht heiraten kannst. Willst. Sie spricht ja nicht mal mehr mit mir. Vielleicht bin ich ja nicht mal mehr der Chef der Brauer AG. Ist das im Moment deine größte Sorge? Warum willst du eigentlich noch nicht heiraten? Weil ich mich noch nicht reif fühle. Reif? Ja, reif. Du bist so Mitte, Ende 30, schätze ich. Musst aufpassen, dass du nicht so eine Art Kaufhauspfirsich im Sonderangebot wirst. Ein was? Kaufhauspfirsich im Sonderangebot. Naja, wahrscheinlich kaufst du keine Pfirsiche und wenn nicht im Angebot, hast du nicht nötig. Also, diese Pfirsiche sind ziemlich hart. Du legst zurück und wartest, bis sie weich sind und reif. Sie werden weich, aber nicht reif, sie werden faul. Das ist ja ein außerordentlich schmeichelhafter Vergleich. Und was bin ich nun? Hart oder schon verfault? Du befindest dich in einem Übergangsstadium. Äußerlich noch ziemlich hart, aber innerlich schon dabei, etwas zu verfaulen. Kommst du her? Ich möchte deine Prinzipien nicht gefährden. Du bist unhöflich und eitel. Ich bin überhaupt nicht unhöflich und eitel. Ich respektiere dich. Ich meine, ich habe Respekt. Respekt, das ist genau das, was eine verliebte Frau hören will. Respekt. Habe ich jetzt eben richtig gehört? Wort für Wort? Wort für Wort. Das ist ja reizend, aber leider... Davon bekommt man keinen Herzinfarkt. So? Woher wissen Sie das? Das ist sogar gut für den Kreislauf. Ach. Ja, in Maßen. Auf diese traumhafte Reise. Auf unser kleines Abenteuer. Und auf das Leben. Und auf dich. Ich meine, auf mich. Nee, also... Auf uns. Ja. Ich wollte dir noch mitteilen, dass ich mich entschlossen habe, mit Corinna zusammenzubleiben. Weiß sie das schon? Ja, natürlich. Achso, ich wollte sagen, wir haben uns entschlossen. Es ging ein bisschen schnell. Ja, das ging dann sehr schnell, ja. Und du glaubst, da spiele ich mit? Du überrumpelst diese arme junge Frau und glaubst... Tante Margret, entschuldige, aber Corinna ist keine arme junge Frau. Sie ist... Sie ist verliebt in dich.
Und das hast du schamlos ausgenutzt. Nein, ich habe sie überhaupt nicht schamlos ausgenutzt. Corinna ist eine Frau mit sehr festen Prinzipien. Sie hat mir schon an Land erzählt, dass sie mit einem Mann nur dann ins... Das muss sie dir am besten selbst sagen. Jetzt hör mir mal gut zu, Andreas. Ich mag Corinna inzwischen sehr gern. Und was du da vorhast, das lasse ich nicht zu. Solltest du aus diesem Spiel ernst machen und Corinna heiraten, dann werde ich dir das Stimmrecht an meinen Anteilen entziehen und dafür sorgen, dass dein Cousin die Geschäftsleitung übernimmt. Also vor ein paar Wochen musste ich noch glücklich verheiratet sein und jetzt... Ja, die Betonung lag auf glücklich. Keine Panik, Maitre, ich bin gleich wieder raus. Ich wollte Ihnen nur sagen, falls Sie in den nächsten Tagen auch mal Hausmannskost auf Ihren Menüplan setzen, können Sie diesen jungen Mann hier vielleicht ganz gut gebrauchen. Er bleibt jedenfalls die ganze Reise an Bord. Na dann, ab zum Gemüse. Ach, übrigens, ich habe meine Untersuchungsergebnisse bekommen. Und? Ohne Befund. Der Doktor hat auch keine Ahnung. Ja, das sage ich doch. Der hat mir ja nicht mal was verschrieben, dieser Scharlatan. Und dabei... Dabei rast mein Herz. Und im Magen habe ich ein ganz komisches Gefühl. Ja, und meine Atmung, die geht schneller. Ich meine, da stimmt doch was nicht. Genau die gleichen Symptome verspüre ich auch. Da muss wirklich was nicht stimmen. Liebe Tante Margret, ich möchte mich als erstes bei dir bedanken für das Vertrauen, das du mir all die Jahre entgegengebracht hast. Aber ich muss die Brauer AG verlassen. Ich möchte Corinna heiraten. Vorausgesetzt, sie möchte es auch. Und ich versichere ihr hiermit in deinem Beisein, dass ich nie wieder ein Wort über die Brauer AG verlieren werde. Ich würde ihn nehmen. Passt. Hast du geglaubt, ich würde meinem fähigsten Mann den Stuhl vor die Tür setzen? Ich finde, wir sollten das kleine Wunder unserer plötzlichen Genesung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, das finde ich auch. Deshalb möchte ich dich zum schönsten Platz auf der Welt einladen. Ich werde verrückt. Ja. Jede Menge frische Luft, kein Hausstaub, alle Stoffe aus Naturfasern, phosphatfreie Wasch- und glutaminfreie Lebensmittel und ein chlorfreier Pool. Wo ist denn das? Auf einer Südseeinsel? Nein, bei mir zu Hause. Allerdings... Ja? ...steht im Garten eine alte Kastanie. Das ist ja nur schade. Ich bin auch allergisch gegen Kastanienblüten. Ich doch auch. Ja? Tja, was machen wir denn da? Ich fürchte, da müssen wir wohl oder übel eine ganze Zeit im Bett bleiben. Meine Damen und Herren, wir durften den Zauber Mexikos erleben. Freundschaften wurden geschlossen, Paare haben sich gefunden. Ein Paar, das vorgab, eines zu sein und keines war, wurde trotzdem eines. Weil Liebe sich nicht vorausberechnen lässt. Menschen, die sich krank fühlten, fühlen sich plötzlich gesund. Und sie wissen sehr genau, dass ihr schneller Herzschlag jetzt ganz andere Ursachen hat. Ein blinder Passagier entpuppte sich als Gewinn für unsere Küche. Und ein kleines, krankes Mädchen konnte gerettet werden. Meine Damen und Herren, das alles sind keine weltbewegenden Ereignisse, aber sie wärmen das Herz. Mich jedenfalls haben sie sehr bewegt. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Heimkehr.